Ich blicke mit Dankbarkeit auf die letzten 15 Jahre zurück und erwarte meine neue Aufgabe voll Freude und Neugier, erklärte die neue niederösterreichische Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig bei ihrer Abschiedsrede im Parlament. Im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Niederösterreichischen Landtages wurde die Amstettnerin nun zur Landesrätin angelobt. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Vertrauen und nehme die Wahl sehr gerne an und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Nun, die Uli Königsberger-Ludwig ist seit 15 Jahren eine erfahrene Parlamentarierin, die sich vor allem für den Bereich Sozialpolitik in den letzten 15 Jahren viele Erfahrungen gesammelt hat, für diese politische Richtung, für diese Inhalte brennt, rennt, überzeugt ist. Das sind ihre Schwerpunkte. Es gibt überhaupt, glaube ich, keine profiliertere Sozialpolitikerin in diesem Land, in Niederösterreich, als die Uli Königsberger-Ludwig von allen Parteien. Und ich bin daher wirklich froh, dass es war eine harte Überzeugungsarbeit, mir gelungen ist, sie zu überzeugen, in den nach Niederösterreich zu gehen, in die Landesregierung zu gehen und diese Aufgabe zu übernehmen. Damit hat das SPÖ-Team im Niederösterreichischen Landtag die Plätze bezogen und zeichnet die großen notwendigen Weichenstellungen vor. An der Spitze Landesparteivorsitzender Franz Schnabel, Landeshauptfrau Stellvertreter und Ressort zuständig für Gemeindeangelegenheiten, Konsumentenschutz und Baurecht. An seiner Seite Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, die die Agenten Gesundheit, soziale Verwaltung mit Kinder- und Jugendwohlfahrt, Gleichstellung und Gleichbehandlung sowie Rettungswesen übernehmen wird. Auf der einen Seite natürlich ist ein bisschen Wehmut dabei, wenn man nach 18 Jahren aus dem Gemeinderat der Stadt Amstetten ausscheidet und sein Ressort zurücklässt, das man zum Teil sehr geprägt hat und mitgestaltet hat und wo ich ja wirklich doch einiges erreichen habe können. Das gebe ich schon zu, dass das mit einem sehr weinenden Auge abgehalten worden ist. Und auch gestern im Parlament, wenn man 15 Jahre, 3 Monate und einen Tag im Nationalrat ist, das ist schon eine sehr lange Zeit und da hat sich auch viel ergeben und es war schon wirklich ein sehr bewegter Augenblick, es waren sehr, sehr bewegte Tage, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, so diese Neugier und die Freude auf das Neue haben irgendwo immer ein bisschen überwogen. Es sind halt diese Momente, wo du halt einfach von den Kolleginnen Abschied nimmst, du nimmst von Menschen Abschied. Das ist schon sehr bewegend, aber diese Neugier auf das Neue war eigentlich immer so im Vordergrund und ich habe mich wirklich gefreut auf den heutigen Tag und ich bin schon sehr ehrfürchtig, dass ich heute da stehen darf und als Landesrätin aus Niederösterreich aus diesem Saal verlassen werde. Das ist schon auch etwas, wo ich eigentlich in meinem ganzen Leben nicht gedacht hätte, dass das einmal sein wird. Ebenfalls angelobt wurde St. Valentins Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Meyer. Sie ist künftig eine von 13 Landtagsabgeordneten. Ihr politischer Schwerpunkt konzentriert sich als Bereichssprecherin auf die Themen Budget und Finanzen, Familie, Kinder und Kinderbetreuung sowie kommunale Angelegenheiten.